Hi, willkommen zurück. Du möchtest wissen, wie man Parfüm richtig lagert, weil deine Sammlung vielleicht auch schon ein bisschen größer geworden ist? Dann bleib dran, ich gebe dir Tipps, wie du Parfüm richtig lagerst, sodass du lange noch an ihnen Spaß hast. Hi, mein Name ist Chris. Willkommen. Willkommen ist auch gut. Hi, mein Name ist Chris. Willkommen zurück bei Sets of Gents, deinem Kanal für Herrenparfüms. Ja, solltest du noch nicht Abonnent des Kanals sein, dann natürlich gibt es einen Weg, wie du das nachholen kannst. Hast du bestimmt einfach nur vergessen an der Stelle. Drück einfach unten auf Abonnieren und auch gleichzeitig die Glocke. Dann bekommst du immer eine Nachricht, wenn es etwas Neues auf diesem Kanal gibt, ein neues Video zum Beispiel. Und somit hast du immer die aktuellen Infos und machst mir natürlich eine kleine Freude damit. Ja, heute soll es mal eher um ein allgemeines, praktisches Thema gehen, denn vielleicht ist es bei dir auch so, du hast mittlerweile mehr als nur einen Duft, du hast vielleicht 5 Düfte, aber selbst wenn du auch nur einen Duft hast, ist es doch auch sehr hilfreich mal zu wissen, wie lagere ich den am besten, beziehungsweise wie bewahre ich den auf, so dass er mir möglichst nicht kippt und vielleicht auch, woran erkenne ich denn einen gekippten Duft letzten Endes? Ja, es gibt im Prinzip die klassischen Tipps bzw. Rahmenbedingungen, die gegeben sein müssen bzw. die auch relativ einfach zu merken sind, um ein Parfüm richtig aufzubewahren. Das erste ist, du solltest es natürlich möglichst dunkel aufbewahren und eben entsprechend vor Licht schützen. Licht hat immer die Nachwirkung, dass es eben auf die Flaschen wirkt zum Beispiel und dort die Moleküle, die sich da in dieser Flüssigkeit befinden und die Duftöle einfach zerstören. Das ist eine ganz normale chemische Reaktion letzten Endes. Und das trägt eben dazu bei, dass dieser Duft am Ende nicht mehr so riecht, wie du ihn eigentlich mal ursprünglich gekauft hast oder als der frisch war an der Stelle und er dann einfach ein bisschen komisch riecht. Also erster Tipp, vor Licht schützen. Wie kannst du das machen? Entweder an einem dunklen Ort aufbewahren, wie etwa einem Schrank. Oder man sagt auch gerne, das ist eigentlich die beste Alternative, musst du dir überlegen, was du mit den Flaschen natürlich vorhast, sie in ihrem Karton aufzubewahren. Das hat natürlich den Nachteil, dass diese Kartons oftmals dann natürlich die schönen Flaschen verdecken. Es gibt manche Marken, die haben auch ganz herrliche Verpackungen. Xerchow ist zum Beispiel mit ihren Kunstleder-Schatullen da sehr weit vorne dabei. Aber bei den, ich sag mal, bekannten Designermarken zum Beispiel bekommst du häufig eine Pappschachtel und die ist nicht unbedingt schön, wenn man denn auch Parfüm zur Dekoration irgendwo hinstellen kann oder möchte und das auch präsentieren möchte. Aber also erste Aussage, vor Licht schützen. Zweite Aussage zur richtigen Aufbewahrung ist vor Hitze schützen, also kühl aufbewahren, einen kühlen Ort wählen. Das ist auch gleich schon mal der Hinweis, warum vielleicht der Schrank im Bad nicht das Beste ist. Weil hier haben wir doch zum Beispiel durch Duschen oder Badewanne benutzen auch häufig Temperaturunterschiede, dass wir hier immer von kalt nach warm, nach kalt, wieder nach warm, vom Duschen hin und her wechseln. Und das tut eben der Flüssigkeit und den Duftölen auch nicht gut. Davon gehen ebenfalls wie beim Lichteinfall eben diese Duftmoleküle, diese Zusammensetzung, die Verbindungen kaputt und verändern somit dann den ursprünglichen Duft, den Charakter. Manchmal, und jetzt gebe ich dir einen Hinweis, woran du das erkennst, ein Duft, dass er gekippt ist, sagt man dann, oder seine DNA verändert. Ich habe das mal gehört und auch schon selber festgestellt, aber die Analogie bzw. das Bild ist sehr gut zu merken, wenn ein Duft ein wenig nach Maggi riecht. Und ich glaube, viele kennen diese würzige, dunkle Note, die bei Maggi so im Raum steht, wenn man das mal benutzt. Wenn du das riechst in einem Parfum, dann hast du schon den großen Hinweis, dass es sich hier um ein gekipptes Produkt handelt. Das kann dir auch helfen, wenn du zum Beispiel ein gebrauchtes Parfüm kaufst und möchtest da und testest das und stellst fest, das riecht irgendwie nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe und es hat so eine leichte, muffige, sehr würzige Note, dann ist es sehr wahrscheinlich gekippt.
Häufig hat man diese Situation leider auch in den Läden, weil häufig eben auch Flakons auf beleuchtete Ebenen, manchmal auf so Glasplatten draufgestellt werden, die beleuchtet werden, oder die Flakons stehen selber die ganze Zeit im Licht. Deswegen muss man auch in einer Parfümerie durchaus vorsichtig sein, wenn es darum geht, einen Duft zu testen bzw. sich nicht unbedingt davon beeindrucken lassen, wenn es vielleicht doch nicht so exakt so riecht. Also häufig, das ist mir auch schon passiert, stehen in den Parfümerien aufgrund der Werbepräsentation, wie man den Flakon und den Duft zeigen möchte, eben in ungünstigen Bedingungen, und damit kippt leider der Duft dann auch sehr schnell. Der dritte Aspekt, und der ist, naja, nicht der maßgebliche, aber sicherlich auch nochmal ein Punkt, den man beachten kann, nicht unbedingt muss, aber häufig, wenn du Punkt 1 vor Lichtschützen und Punkt 2 vor Hitzeschützen schon berücksichtigt hast, dann ist Punkt 3 häufig auch schon mit abgefrühstückt, nämlich vor Feuchtigkeit schützen, ist häufig nur im Prinzip damit einhergehen, wenn du jetzt einen heißen Wasserdampf zum Beispiel auf den Flakon drauf pusten würdest, dann würde sich eben das Glas mit erhitzen. Dementsprechend hast du wieder ein Hitzeproblem, es würde die Moleküle zerstören. Manchmal hat man aber auch die Situationen, kommt sehr selten vor, das hängt ja immer damit zusammen, wie die Qualität des Flakons ist, dass du vielleicht auch eine undichte Stelle hast im Flakon, sodass irgendwie Feuchtigkeit eindringen kann, aber zugegeben, das ist eher seltener der Fall. Wenn das so wäre, dann hättest du natürlich auch einen leicht verwässerten Duft. Also wichtig sind die Faktoren: vor Licht schützen, vor Hitze schützen. Wenn du dann noch automatisch eben vor Feuchtigkeit schützen hast, dann hast du etwas, womit du deinen Duft lange genießen kannst und er bestens aufgehoben ist. Orte, die sich dafür eignen, sind zum Beispiel eigene Parfümschränke. Wenn du dir hier zum Beispiel etwas Gebrauchtes holen möchtest, bei eBay Kleinanzeigen, häufig findet man Schränke, die man dafür benutzen kann und dann an einem entsprechenden Ort, wie zum Beispiel deinem Schlafzimmer, aufstellen kannst, weil da hat man eigentlich immer relativ gleiche Temperaturen über das Jahr oder über die Jahreszeit hinweg gesehen. Im Sommer mal ein bisschen wärmer, im Winter dann ein bisschen kühler, aber immer so um die 18 bis, ich sag mal jetzt im Sommer, je nachdem wo du wohnst, eben auch mal 25 Grad. Du hast aber auch die Möglichkeit, Rollläden runterzumachen oder einen Vorhang vorzuschieben vor die Fenster, sodass du es dunkel hast. Das heißt, das ist ein Ort, der sich wunderbar eignet. Ein Ort, der sich dementsprechend nicht dafür gut eignet, hatte ich ja schon gesagt, ist der Badezimmerschrank. Einfach weil wir hier mit klimatischen Bedingungen zu tun haben, die nicht sehr zuträglich sind für ein Parfüm. Eine weitere Möglichkeit, Parfüm aufzubewahren, ist natürlich Schublade. Also die Schublade. Wenn du eine Schublade frei hast und möchtest deine Parfüms, deine Düfte vor Licht schützen und vor Hitze schützen, dann kannst du die natürlich auch in eine Schublade oder in einen Korb, in einen Schrank stellen. Da hast du dann eben auch dafür Sorge getragen, dass eben der Fakt 1, der Lichteinfluss nicht gegeben ist und keine Hitze, keine übermäßige Hitze an die Flakons rankommt, eben auch. Das heißt, eine Schublade in einem Schrank eignet sich auch wunderbar dafür. Ja, das waren meine Tipps für die Aufbewahrung für Düfte, für Parfums, mit denen du dann auch lange dran Spaß hast, und wenn du auch eine größere Sammlung hast, die auch sicherlich die Düfte nicht kippen werden. Ich hoffe, es war was für dich dabei, was du für dich mitnehmen kannst. Würde mich, wie gesagt, über ein Abo und vielleicht auch ein Like, wenn dir das Video gefallen hat, sehr freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Mach's gut. Tschüss.